meiner Bastelecke. Ich habe mir Unterstützung geholt, weil ich euch heute was zeigen will, was man gar nicht unbedingt alleine benutzt, sondern etwas Witziges für Fotos, und zwar Weihnachtsfotos. Das sind diese Fotoaccessoires. Und im Hintergrund seht ihr meine Kollegen und Kolleginnen, die sich zur Verfügung gestellt haben, um vorzustellen, wie das funktioniert mit den Fotoaccessoires. Und es gibt dann auf jeden Fall noch ein paar Fotos, aber jetzt erstmal zur Erklärung, wie ich die gemacht habe. Und vergesst nicht, es ist heute das letzte Video, aber ihr könnt noch zu allen anderen einen Kommentar auf meinem Blog hinterlassen und an der Blogverlosung teilnehmen. So, ich kann euch leider, wie ihr seht, nicht mehr zeigen, wie ich die gemacht habe. Das war aus zeitlichen Gründen einfach nicht möglich. Aber ich erkläre euch jetzt einfach, wie ich die gemacht habe. Relativ einfach. Jetzt lege ich die mal zur Seite. Ich habe mir überlegt, was es alles für Dinge gibt, die irgendwie mit Weihnachten zu tun haben, und habe mir dann einfach auf Google nach Bildern dazu gesucht oder auch nach Zeichnungen, Comics oder irgendwas, und habe mir das Ganze dann auf ganz normalem Druckerpapier vorgezeichnet. Das hier zum Beispiel habe ich mir vorgezeichnet und habe das so ein bisschen angepasst, dass es eben auch über meinen Kopf passt. Es ist auch ein bisschen wackelig, weil es so groß ist. Das heißt, eigentlich wäre es ganz gut, wenn man hier nicht nur noch einmal eine weiße Schicht dahinter macht, sondern am besten Pappe. Dann hält zumindest das hier besser, und mit den Ohren, das geht, mit den Geweihdingern, das geht eigentlich ganz gut. Diese Stöcke habe ich mir aus dem Bastelladen geholt bei uns, und die sind eigentlich 1 Meter lang. Ja, also da wäre jetzt nochmal eins dazwischen. Die sind quasi getrittelt, hat mein Freund mir einfach durchgezwickt mit einer Zange, weil wir keine Säge hatten. Die sind 5 mm dick. Ihr könnt natürlich gucken, wie ihr es machen wollt. Zu dick sollten sie nicht sein, weil sie dann auf dem Foto so auffallen, aber auch nicht zu dünn, dass sie ein bisschen was halten. Zu dem Rentier hatte ich mir gedacht, können wir gleich Rudolf draus machen. Habe ich einfach mit einer Kreisstanze, ich glaube, das ist die 2-Inch-Stanze, habe ich aus rotem Papier die Nase ausgestanzt. Und damit das Ganze nicht so ganz so einfach nach ausgeschnittenem Papier aussieht, habe ich, wie ihr hier vielleicht erkennen könnt, mit einem Fingerschwämmchen die Ränder noch bearbeitet, um da so ein bisschen Struktur oder was drauf zu bekommen, dass es halt nicht ganz so nach Papier aussieht. Das habe ich hier auch gemacht. Da sieht man es gleich ein bisschen schwerer, aber auch die Ränder, und zwar immer exakt mit der gleichen Stempelfarbe, wie auch das Papier ist. Das finde ich ja so super bei Stampin' Up, dass man eben Papier und Stempelfarbe gleich passend zusammenbekommt. Das ist Glutrot, das ist Schokobraun, das ist also das Rentier. Dann haben wir hier einen Weihnachtsmann, da habe ich natürlich flüsterweißen Karton genommen, und ich habe mir das so auf dem Blatt Papier, also auf so ein Kopierpapier aufgemalt, so rum, und habe auch erstmal ein bisschen falsch gemalt gehabt und so, und habe es dann noch größer gemacht und habe dann geguckt, dass das hier so funktioniert, dass da auch wirklich mein Mund dann durchguckt. Genau, und das ist quasi eine Schablone, die zeichnet man dann aufs Papier aus, auf und schneidet es aus. Genau, an dem Bart habe ich jetzt gar nicht weiter irgendwas gemacht, weil der ja weiß ist. An der Mütze allerdings schon. Die Mütze habe ich mir auch so aufgemalt und habe aber dann das rote Papier nur so groß gemacht, weil ja dann eh das Weiße draufgeklebt wird. Das ist wieder die gleiche, ich glaube, 2-Inch-Stanze, wie auch schon von der Nase vom Rudolf. Und dann habe ich hier noch das weiße Teil draufgeklebt. Und damit das so ein bisschen, so wie hier, also ihr seht schon, es ist spiegelverkehrt, dass das hier so ein bisschen darstellt, dass das Ganze so übergekippt ist, weswegen dann der Bommel zur Seite hängt, habe ich hier so ganz leicht mit einem Fingerschwämmchen so Konturen hin gemacht. Nur so ein bisschen, einfach, dass es ein bisschen danach aussieht, als ob die Falten hätte, die Mütze. Sieht man jetzt, glaube ich, im Original etwas besser. Hier sind übrigens noch die, das war fürs Geweih, und ich habe nur eins davon gemacht und habe es dann einfach so, einmal so rum aufgemalt und einmal so rum aufgemalt. Festgeklebt habe ich alles, also die auf den
Stöcken hier habe ich es immer festgeklebt mit Heißkleber. Und zwar jedes davon. Die Sachen an sich hier geklebt habe ich mit Flüssigkleber. Auch die Teile vom Geweih hier habe ich dann auf diese Rundung aufgeklebt. Und hier wieder Flüssigkleber drauf. Und ich habe dann geguckt, dass ich bei denen, die hier oben arg scharfkantig waren durch das Abzwicken, dass ich da noch ein bisschen Heißkleber drauf mache, dass sich da keiner verletzt, wenn er sich das irgendwie ins Gesicht hält. Auch hier mit Heißkleber festgeklebt. Und natürlich auch das wiederum. Und was ganz wichtig ist, das zeige ich vielleicht nochmal. So rum würde ich es mir jetzt ans Gesicht halten, ne, mit den Stäben zu mir, dass man das nicht sieht. Und ich habe das immer so gemacht, dass man, wenn man zwei Sachen zum Anhalten hat, dass man es einmal mit der einen Hand halten kann und einmal mit der anderen. Das heißt, ihr dürft es nicht alles auf die gleiche Seite kleben, also den Stab. Wenn der jetzt auch noch hier gewesen wäre, hätte ich ja nicht beides mit der Hand halten können. Ne? Hier, das ist ein einzelnes. Das hab ich ja vorne am Anfang mir hingehalten. Ist einfach, ja, ich habe es ein bisschen von meiner Brille, die habe ich auf ein Blatt Papier gelegt. Und ich habe mir auch nur einmal sowas gemacht. Das ist wesentlich einfacher. Also ich habe meine Brille so grob nachgefahren. Ne? Und dann habe ich oben diesen Tannenbaum drauf gemacht. Und letztendlich habe ich das einmal so abgezeichnet, dann habe ich es umgedreht, angelegt und nochmal abgezeichnet. So müsst ihr nicht gucken, dass die Tannenbäume gleich werden und so. Genau, und auch hier habe ich, wie ihr seht, mit der gleichen Stempelfarbe noch ein bisschen die Ränder gemacht, dass es nicht ganz so einfach aussieht quasi. Und auch hier wieder mit Heißkleber festgeklebt. Und auch bei dem Schneemann sieht man, wenn ich es jetzt rumdrehe, so würde ich es mir hinhalten. Auch hier habe ich es so gemacht, dass ich es mit beiden Händen dann halten kann. Da habe ich mir einfach angeguckt, so ein paar Schneemannbilder im Internet. Das mit der Möhre ist halt ein bisschen schwierig, weil man die ja nicht 3D nach vorne machen kann. Deswegen habe ich die so ein bisschen schräg nach unten. Habe hier auch wieder mit so einem Schwämmchen gearbeitet, um... Also Karotten sind ja nie ganz eben, sondern da sind ja immer irgendwie so... vom Wachstum irgendwelche Kerben drin und so. Das habe ich damit versucht nachzuempfinden. Und bei dem Hut habe ich so ein bisschen, der wäre sonst, das wäre ja einfach nur schwarz gewesen, nur schwarzes Papier. Ich habe hier noch wie so eine Art Bändchen hingemacht. Und dann habe ich hier, als ob er eben auch Schnee oben drauf hat, als ob es geschneit hat, weil ein Schneemann steht ja in der Regel draußen. Und habe dann, um hier noch so ein bisschen Schatten anzudeuten, mit schwarzer Tinte hin, wobei das jetzt echt krass ist, weil das viel heller ist als das Papier. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Also das war mit der ganz normalen schwarzen Stempelfarbe. Keine Ahnung. Aber es hat so ein bisschen mehr Struktur quasi. Das ist also dann der Schneemann. So. Und den Schneemann habe ich natürlich auch vorher vorgezeichnet. Hier ist der Hut und hier ist die Möhre. Genau, das waren alles meine Teile hier. Ja, und so könnt ihr euch quasi jede Form machen, die ihr gerne hättet. Und natürlich kann man das auch für andere Anlässe machen. Für Hochzeiten gibt es sowas oft. In den USA hat man sowas auch oft bei... So, Abschluss, Schulabschlussveranstaltung bei der Prom, dass die so Fotobooth machen, also so quasi Fotostationen, wo man dann eben mit Selbstauslöser Fotos machen kann und wo man dann auch so Accessoires hat, die man sich, also keine Ahnung, umhängen kann oder davor heben kann und so. Genau, da sind also der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß, wenn ihr Lust habt, das nachzumachen, ist bestimmt auch was ganz Witziges für Kinder. Und das ist ja jetzt mein letztes Video gewesen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, vergesst nicht, ihr könnt heute noch bis 23.59 Uhr bei jedem meiner Blogposts zu den einzelnen Videos einen Kommentar hinterlassen. Aber bitte auf meinem Blog, nicht auf unter dem Video auf YouTube, wobei ihr mir natürlich auch da gerne was hinterlassen könnt, nur es zählt halt nicht mit in die Verlosung rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Tschüss! Bereit.
zur Verfügung gestellt haben, um, verdammt, ich rede einfach weiter, ne? Lasst euch nicht stören. Und im Hintergrund seht ihr meine Kollegen, ja, und, und im Hintergrund seht ihr meine Kollegen und Kolleginnen, Annette, so wird das nichts. Aber kann ja auch nicht stumm dran stehen. Ja, das kann man. Okay. Ja, dann könnt ihr ja, wenn ich jetzt sage, und im Hintergrund seht ihr meine Kollegen und Kolleginnen, könnt ihr auch winken, nur ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, dann sieht man halt eure Gesichter. Du kannst auch mit der Nase winken. Ja, genau. Ja, kannst du winken. Ja. Okay.